liebt Stephanos. Aber Stephanos hasst ihre Eifersucht. Nur weil er Nacktfotos seiner Ex auf dem Handy hat? Kein Grund, weil er sie trifft. Na und? Aber dann bekommt Stephanos auf einmal so eine Art Geständnisdurchfall und kann gar nicht mehr aufhören zu beichten. Guck mal, du bist übelsterweise eifersüchtig. Nicht nur ein bisschen, du bist übelsterweise eifersüchtig. Aber ich habe auch einen Grund dafür, oder? Also ich bin mit dir zusammen, bist du blöd jetzt, oder was? Ja, aber du weißt ganz genau, dass die für jeden die Beine spreizt. Das weißt du ganz genau. Und wenn du dann mit ihr irgendwo bist oder bei ihr, dann glaube ich nicht, dass ihr nur da hockt, Kaffee trinkt und sonst irgendwas. Caroline ist heute gar nicht im Fokus, sondern du bist das. Wir haben dich an einen Lügendetektortest angeschlossen. Ich weiß sowieso, wie die Dinge laufen. Soll ich jetzt beichten? Willst du rauf? Ich gehe rauf. Okay, rauf dann. Also Maus, hör zu. An dem Abend, wo das mit dem Samstag war, mit dem Raschad und so, ja, ich hab gekocht, ich bin ausgeflippt. Du kannst mich vorhin fragen. Und dann habe ich gesagt, okay, was die kann, kann ich schon besser. Und ich habe dich an dem Samstag wieder betrogen. Mit? Sag ich dir nicht. Das ist, ey, du weißt, was es ist. Du weißt, was es ist. Wollen wir es ganz sauber machen jetzt? Ich habe doch schon gebeichtet. Du hast gebeichtet, aber da sind noch ein paar Feinheiten, von denen ich denke, dass sie wahnsinnig wichtig sind. Er hat in allem, was er gesagt hat beim Lügendetektortest, die Wahrheit gesagt. Immer. Ja? Nein. Hört mir zu. Hört mir zu. Er hat, toll, Gratulation, du hast ganz, ganz brav die Wahrheit gesagt, aber ich sag dir mal, was für Antworten dabei waren. Was da für Antworten bei waren. Triffst du dich heimlich hinter Carolines Rücken mit deiner Ex-Freundin? Er hat geantwortet, ja. Hast du zurzeit Nacktbilder von deiner Ex auf deinem Handy gespeichert? Er hat gesagt, ja. Hast du noch Gefühle für deine Ex-Freundin? Er hat gesagt, nein. Auch das war die Wahrheit übrigens. Hast du, seitdem ihr das zweite Mal zusammen seid, eine andere Frau geküsst? Er hat gesagt, ja. Hast du Caroline mehr als einmal sexuell betrogen? Er hat gesagt, ja. Liebst du Caroline? Und er hat gesagt, nein. Markus und Silvia sind total voneinander bedient. Die Ehe im Eimer. Ist Markus wirklich ein schwanzgesteuertes Schrottmaul? Laufen bei Silvia zu Hause tatsächlich Kakerlaken in der Küche rum? Oder sitzen die wahren Kakerlaken etwa gerade hier auf der Bühne? Stimmt überhaupt nicht. Die gibt mir ja gar keine Gelegenheit dafür, dass ich mich ums Kind kümmern kann. Ja? Was heißt das? Wenn ich da bin, einen Tag geht alles gut, beim nächsten Tag ist alles wieder Streit da. Wegen Kleinigkeiten, wegen gar nichts eigentlich. Ja? Du bist da eh nur schwanzgesteuert. Ja. Sie wirft mich ständig vor, dass ich mit meiner Ex-Freundin noch was habe, was überhaupt nicht stimmt. Ja? Lauter solche Geschichten. Wenn sie mich mal nicht erreichen kann, ruft sie bei mir in der Firma auf dem Anrufbeantworter an, tut sie irgendwelche Sachen, tut sie auf dem Anrufbeantworter bei meinem Chef. Erzählen sie, ich hätte ihr 250 Mark für Drogen geklaut und so Dinge, ja? Lässt die auf dem Anrufbeantworter bei meinem Chef ab, ja? Stimmt das? Ich wäre ein Schwein, ich wäre ein Hurensohn, ich wäre ein Rumpf. Ich würde Geld hat gefickt von der Sozialhilfe. Wir hätten mein ganzes Geld aus meinem Portemonnaie immer genommen, ha? Weiß ich nicht. Hast du doch erzählt, warum du in der Kneipe einen Haufen Geld verlierst? Hast du mich noch für beschuldigt? Gehst alleine in die Kneipe, kommst nach 2 Stunden besoffen nach Hause und machst mir Vorhaltungen, warum dein ganzes Geld weg ist. Kann einem echt leid tun, weißt du, du bist echt ein Pflegefall. Dann versucht euch doch wenigstens, ihr seid erwachsen, auf diesen Punkt, was das Kind angeht, irgendwie zu einigen. Das geht doch mit dir nicht, ich hab doch alles schon versucht, ich krieg doch mein Kleinen nicht. Ich durfte am Geburtstag durfte ich nicht mal sehen, weil sie Streit angefangen hat mit mir. Ja, durfte ich meinen Kleinen an seinem ersten Geburtstag durfte ich nicht sehen. Aber es stimmt alles nicht, ne? Ist ja alles gelogen. Du lügst, du warst weit fort. Dieses verdammte Dreckstück, ey. Mein Kleinen, den nehme ich dir weg, das sag ich dir. Warte mal ab, ey. Das hast du doch schon probiert, oder? Du machst eine Anzeige wegen irgendwas. Du wirst sehen, was danach kommt. Ja. Ich bin der Erziehungsberechtigte und du hast überhaupt nichts zu
zu melden, du hast keine Ansprüche. Nicht mehr lange bist du der. Und das merkt ihr endlich, du hast keinerlei Ansprüche auf das Kind. Und lass die Finger von uns und unserem Haus und unserer Umgebung. Das werden wir alles noch sehen, Silvia. Dein Haus, du hast doch noch nie irgendwas besessen. Ja, Alex, du bist echt ein Schrottmaul. Schämst du dich eigentlich nicht, hier vorne zu sitzen, oder was? Hier, guck dich mal selber an. Was du bist, das weißt du ja wohl. Ey, ich steh gleich auf, mein Liebfräulein. Das kannst du aber mal laut sagen. Wenn du hier dreckige Wäsche waschen willst über mich, dann kannst du warten bis nach der Sendung. Wir reden über dich, wir reden über mich. Ja, du klemmst eher so, weißt du. Ich bin über dich zu reden, ey. Ey, du gibst doch Markus überhaupt keine Chance, ihn ja, wie der sich benimmt, du weißt doch überhaupt nicht, wie der sich benimmt, der erzählt dir sonst was, weißt du? Der erzählt mir gar nichts. Ich bin 29 Jahre alt. Dann halte ich da raus. Warst du schon bei mir? Nee. Hast du den Kleinen schon gesehen? Ich war im Friedberg, das hat mir gereicht. Sei doch ruhig. Wo die Kakerlaken rumlaufen. Du redest doch nur Scheiße. Wo kommst du denn her? Komm, Alter, ich wollte den Spiegel gucken. In Anzeigen sucht Claudia einen Mann für erotische Dates. Einen? Ach was, immer 5 bis 10 gleichzeitig. Und von denen lässt sie sich erstmal Geschenke machen. Aber wenn Typen auch so doof sind und einer fremden Frau am Telefon trauen, wenn's mal überhaupt eine Frau ist. Zeig ihm mal eine Anzeige. Also unter der Rubrik Sie sucht ihn könnte das abgedruckt sein. 25-jähriges Girl, 1,74 Meter groß, lange blonde Haare, schlank. Ich wundere mich ein bisschen über den blonden südländischen Typ, ja? Können wir uns gleich erklären lassen. Such den Mann für ein erotisches Date. Wer würde da nicht anrufen? Du gibst diese Anzeigen auf, es melden sich Männer bei dir. Was für ein Interesse hast du an den Männern? Was willst du von denen? Ich möchte mich mit den Männern treffen, Spaß haben, mir teure Geschenke machen lassen. Was heißt, du möchtest dir von den Männern teure Geschenke machen lassen? Ja, wenn die Männer so doof sind und mir das alles sponsern, bezahlen. Was bezahlen die denn? Bitte? Was bezahlen die dir denn? Die kaufen mir Parfüms, CDs, Handys, alles, was man so halt gebrauchen kann. Bist du wirklich an den Männern interessiert oder sagst du, na, eigentlich kommt es mehr auf die Geschenke an, deshalb mache ich auch diese Anzeigen öffentlich? Auch eigentlich mehr an den Geschenken als an den Männern. Ja, und hast du dann auch manchmal mehrere Männer parallel laufen? Ja, das können schon manchmal so 8 bis 10 Männer sein. Also du nutzt die dann richtig aus, die Männer, ja? Ja, richtig. Verarschst die, auf gut Deutsch gesagt. Kann man so sagen. Weil du möchtest ja nichts von denen, ne? Richtig. Aber jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn dann so ein Mann mit dir telefoniert, auch öfters dir Geschenke schickt, dann will er ja wahrscheinlich irgendwann auch mal so einen Gegenwert haben. Also mal dich treffen. Das ist richtig, aber ich lasse mir eigentlich immer jedes Mal was einfallen, dass ich verhindert bin und dass ich nie Zeit habe und so. Und dann klappt das auch meistens. Du saßt bisher hinter der Schattenwand, hast du mir aber gesagt, möchte auch ganz gerne öffentlich auf die Bühne kommen und mich einmal zeigen. Das ist richtig. Richtig? Das ist richtig, ja. Dann sage ich jetzt herzlich willkommen und guten Morgen ohne Maskerade. Hier ist die echte Claudia. Hallo Franklin. Claudia, sag noch mal einen Ton als Frau. Ja, was soll ich sagen? Voll schlecht. Ja. Hä? Der Hammer, das ist ne? Toll, ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Franzi nennt sich selbst ein Megaluder. Wie bescheiden, denn Franzi ist mindestens ein Gigaluder. Ich schicke meine One-Night-Stands noch vor dem Frühstück nach Haus. Was? Kein Ei mit Toast mehr? Aber bei so einer Angeberin haut man ja sowieso noch nachts gleich danach wieder ab. Herzlich willkommen, Franzi. Du merkst es, tosender Beifall hier. Ist das die Reaktion, die du gewöhnt bist, wenn du irgendwo reinkommst? Eigentlich in der Regel schon und ich denke, ich spreche für mich, oder? Du bist nach deiner eigenen Bezeichnung ein Megaluder, ja? Ja. Was macht dich denn jetzt genau zu so einem Megaluder? Ich denke mal, wenn man viel feiern geht und die Männer so in die Tasche steckt und wenn ich betrunken nach Hause gehe, ohne dass ich einen Cent bezahlen musste, denke ich schon, dass mich das zum Luder macht. Und natürlich One Night Stand. Ich schicke einen Mann vor dem Frühstück nach Hause. Ich meine, ja und? Das, guck dich doch mal an. Ich meine, du kannst auch deinen Pullover bis zum Hals anziehen, oder? Ja, habe ich ja aber nicht. Ich zieh mich aber trotzdem du zeigst auch sexy an, aber bin ich billig. Guck dich mal an. Ja, und dein Ausschnitt hängt auch. Ich kann auch bis Hollywood gucken. Das stört mich nicht. Aber guck mal, was du genau anhast.
Ich könnte, wenn ich wollte, bestimmt mehr Männer abschleppen. Oh. Also auch wenn du sagst, können wir eine Wette abschließen? Können wir eine Wette abschließen? Mit Sicherheit. Guck dich an, guck dich an. Ja. Lass uns doch mal zusammen feiern gehen und dann machen wir eine Strichliste. Franzi, Franzi, in meinen Augen bist du ein billiges Flittchen. Ehrlich. Dankeschön. Und ja. Du kommst du auf mich zu. Lass mich ausreden. Okay. Wenn ich, oder wenn, ja, stell dir vor, ich bin ein Mann und du kommst hier auf zu, in einer Diskothek mir das auf mich vorstellen, zu. Hör mir jetzt zu. Rede und du kannst auf mich zu. Gar nicht, Baby. Baby, hast du schon lange nicht, Alter. Also das, was ich dich fragen möchte, so, also diese nette junge Dame auf der rechten Seite ist ja durch die andere Tür gekommen, ne? Du aber machst hier einen auf It's all about the money, Baby, weißt du, weil es ist ja Geld, ey. Verstehst du? Deswegen sitzt du auch da mit deinen Klamotten, so wie du da sitzt und stehst dann genau vor dieser komischen Wand da und machst hier einen auf sexy, ey. Wir sind hier nicht in Amerika, was geht mit dir ab, ey? Verstehst du? Und vor allem das Ding, du erzählst... ehrlich, also eine Frage mit der Bitte um ehrliche Antwort. Ja, natürlich, gerne. Wenn du sie in der Disco kennenlernen gar nicht, würdest. Nein, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ah. Kann ich dazu auch mal was sagen? Hallo? Ja, gut. Weil sie... Ey, und ich würde doch nicht mal mit der Kneifzange... Weil du, Baby, du hast keinen Stil, Alter. Geh mal nach Hause, ey. Muss ich dazu in Amerika leben, damit ich so aussehen kann? Du hast keinen Stil. So du hast keinen Stil. Tobias malt sich das Gesicht mit schwarzen Filzer an, nennt sich dann Grufti und hat ein Jahr lang eine Brieffreundschaft mit einem Rico gehabt. Aber plötzlich ist Rico tot und heißt nun Christine. Und dafür will Tobias Christine jetzt in die Klapse bringen. Warum geht er nicht gleich mit? Okay, da hast du eine Annonce aufgegeben. Ja, da habe ich eine Annonce aufgegeben, dass ich doch gerne mal, weil ich doch sonst immer nur in meinem Umfeld weibliches Feedback bekomme, dass ich doch mal männliches Feedback bekommen möchte. Eventuell auch mit einem sexuellen Aspekt. Da haben sich dann einige Leute drauf gemeldet. Und unter diesen einigen Leuten war ein ganz passabler Typ bei, der hieß Rico. Und wie ist es dann weitergegangen? Ich habe mir mit diesem Rico geschrieben, wo ich dachte, dass ich den gab. Ja. Ungefähr ein Jahr lang. Und dann hat Rico, in Anführungszeichen, mich mit Christine bekannt gemacht. Die hoffentlich hier auch noch zu auftauchen wird, wenn sie nicht allzu feige ist. Dann habe ich die Frau kennengelernt, super lieb, wir haben uns saugut verstanden und sie schien mich auch zu verstehen und es war alles top. Bis ich dann irgendwann so einen schwarz umrandeten Briefumschlag im Kasten hatte, Rico ist tot. Und dann saß ich natürlich da. Dann saß ich da natürlich, Rico ist tot, scheiße. Jetzt für dich war das ein Schlag? Für mich war das ein Schlag, ja klar. Ne? Und Tag später lag ein Brief im Briefkasten, den habe ich jetzt auch bei. Das ist das Geständnis, diesen Rico gab es nicht. Den habe ich nur erfunden. Und sie hat mich in meiner Trauer ausgenutzt und mich ins Bett gepiept. Gepiept? Ja, ich wollte jetzt nicht... sagen. Entschuldige. Sie wollte dich piepen, aber hat sie dich gepiept oder nicht? Ich habe nein gesagt. Ach, hör auf. Doch, ich habe nein gesagt. Du hast nicht gepiept. Nein, ich habe nicht gepiept. Ich schwöre es dir, Sonja, ich habe nicht gepiept. Du hast aber ganz gut einen hochgekriegt dafür, dass ich dich nur piepen wollte und du das nicht wolltest. Ich gebe so schnell nicht auf. Ich gebe erst, ich warte, ich mache so lange weiter, bis sie in der Klapse ist. Weil sie hat Rico für mich in der Klapse sterben lassen, da gehört sie hin. Ja, das ist, ja, meine Art, irgendwie meine männliche Seite ein bisschen, ja, so auszuleben. Auf Kosten anderer, ey, du spinnst doch wohl, du bist doch das Letzte. So, und jetzt wird's wieder lustig. Jenny und Jessica streiten um einen Mann. Mike heißt er. Aber was mit diesem Mike los ist, kann man leider nicht verstehen. Ist er vielleicht vor ihrem schrecklichen Dialekt weggelaufen? Egal. Aber gut, dass wir mal drüber geschätzt haben, oder? Jenny, du möchtest jemandem deine Meinung sagen. Wem denn? Der Jessica. Warum? Sie hat sich in meine Beziehung eingemischt. Und... das fand ich nicht ganz fair. Hat dann auch das erreicht, was sie wollte. Und deswegen würde ich was ihr gerne... Was wollte sie denn? Also, sie wollte meinen Mann eigentlich immer haben. So habe ich das. Und sie hat Briefe ans Auto gehangen und hat angerufen.
Und irgendwann ist das halt dann passiert, was nicht passieren sollte. Und was ist da passiert? Sie hat mit ihm geschlafen. Ich, also ganz von Anfang an, mein damaliger Verlobter und ich haben uns erst einen Monat vorher verlobt gehabt, ist der Herr gewisse Mike, ihren ehemaliger Mann oder noch Mann, gekommen zu mir und hat mir zwei Briefe zugesteckt, wo er dann das gesagt hat und neu geschrieben hat. Er hat sich in mich verliebt und es ist auch nicht von mir aus gekommen. Und da sind mehrere Zeugen dafür da, damit es nicht von mir aus gekommen ist. Und das ist nicht wahr. So hat das alles angefangen. Hast du denn nur mit ihm geschlafen oder nicht? Nein, und zwar erst dann, im Prinzip, dann, wo das Trennungsjahr begonnen hat. Was ist denn im Prinzip? Hab ich was mit Mike gehabt, wobei nämlich die Jenny hergegangen ist und vorher nämlich auf dem Campingplatz rumgegangen ist und schon gesagt hat, ich hab was mit Mike gehabt. Und das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass du Briefe an das Auto gehängt hast und dass du hinter ihm her bist. Das habe ich gesagt, aber nicht, dass du was mit ihm hast. Weißt du auch warum? Nee, weißt du, wo er abends geguckt hat? Weißt du, wo er abends geguckt hat? Ja, ich weiß, wo er geguckt hat, weil man es dem Markus gesagt hat. Ja, der war abends bei mir geguckt, deswegen. Ja? Ja, deswegen. Ja, dann schickst du einen Brief auf den Weg, er wäre so zärtlich zu dir gewesen. So zärtlich. Ich habe sie gelesen. Mhm. Wie oft hast du angerufen und hast gesagt, erklär mir das, wo ich gesagt habe, komm vorbei, mir klären das. Auf aber dem erst Weg bist halt noch. Ja, aber das war nicht da, wo ich das erfahren habe, Jessie. Ja, da, wo du das erfahren hast. Vorher haben wir uns da drüber geschwätzt, dass du dich da einmischst. Und dann hast du gesagt, du löscht das. Das ist nicht von mir ausgekommen, das kann ich, habe ich etliche Zeugen. Ich habe auch Zeugen. Der Mike hat mich auch immer wieder aufgesucht. Hast du denn keine Signale gegeben, so nach dem Motto, oh, komm oder so? Nein. Nein. Wenn ich als Frau meine eheliche Pflichten nicht nachkomme, dann bin ich selber dran schuld. Ach, so sieht's aus. Dann will ich noch was sagen. Du wirfst mir vor, ich hätte was mit Mike gehabt und du selber. Was waren an dem Abend? Was waren an dem Abend draußen in Altrieb, wo mir Mike gehabt hast und dann die Tasten hinterher? Hä? Wenn ich nämlich so einen miesen Charakter hätte wie du, hätte ich dich in der Angezeigte gerufen. Ach, ich? Klar. Ja. Was erzählst du alles? Was habe ich alles schon erzählt? Ja. Katja hat zwar ein Kind von Pascal, aber sonst leider so gut wie gar nichts. Denn Pascal hat einfach zu viel zu tun. Tanja, Romy, Diana, Natalie, Daniela, die eine aus Aachen und dann natürlich noch die Jessie. Viel Spaß bei Pascals Marathonbeichte. Ja, mit der Tanja, wie du das weißt, wie gesagt, da ist alles gelaufen, nur kein Intimverkehr. Ja, die Romy, weißt du von der Romy selber, von mir weiß das auch. Gelaufen ist nichts, ist alles über die SMS gelaufen. Diana, ja, das fing an, wo wir auseinander waren. Da habe ich zu dir gesagt, da ist außer Knutschen nichts gewesen. Ist mehr gewesen, ist nicht nur einmal was gewesen. Was hast du gemacht mit ihr? Da ist auch, wir waren auch zusammen im Bett und es ist auch Geschlechtsverkehr gewesen. Und das auch nicht nur einmal. Was heißt nicht nur einmal? Ja, ich war insgesamt, das zog sich über einen längeren Zeitraum hin. Halbes Jahr circa. Und in dem halben Jahr war ich auch fünfmal da. Und teilweise nicht nur für eine Nacht, sondern auch ein Wochenende. Natalie. Piercing? Ja, Natalie? Genau, die ist im Piercing-Studio getroffen. Und? Ne? Da ist auch zweimal was gelaufen. Dann sind wir da jetzt auch schon weiter. Und was war noch das Letzte? Die neue Freundin. Die Daniela. Daniela. Ja, es war aber keine Freundin. Aber es war... Nee. Nein, nein, nein. Was dann? Das ist da definitiv nicht Literaturgespräche? Nee, das nicht. Es wurde rumgeleckt, es wurde gefummelt, aber das war es. Wir sind jetzt bei 5, ja? Aber nun frage ich dich ganz direkt. Es war noch nicht alles, es geht noch weiter. Oh nein! Okay, dann mach rein Tisch jetzt, ehrlich. Ja, dafür sind wir hier. Dafür sind wir hier. Ich hab dir oft genug von der aus Aachen erzählt. Da wurde auch rumgeknutscht, rumgefummelt. Aber mit der war ich nur einmal im Bett. Die Jessie ist gleichzeitig meine beste Freundin. Dumm gelaufen, mehr draus geworden. Ich sag mir, warum hast du mir dann noch ein Kind gemacht, wenn du schon vorher daran gedacht hast, fremd zu gehen? Ich sag mir, warum hast du mir dann noch ein Kind gemacht, wenn du schon vorher daran gedacht hast, fremd zu gehen? Nee, ich sag ja nicht, dass ich vorher daran gedacht hatte. Das ist einfach ja, aber es hat doch mit der Romy schon angefangen.
Du erzählst mir ein, ich liebe dich, du willst ein Kind haben. Das war ein Wunschkind. Ich sag mir, es war von mir naiv, dass ich dir das alles geglaubt habe, ja? Ich sag mir, das Kind wird nicht drunter leiden, das kann nichts dafür. Du wirst dein Kind weiterhin so oft sehen können, wie du möchtest. Sehr gut. Aber ich... Aber wir werden für immer getrennte Wege gehen. So, und jetzt wieder Tempo. Sandy begrüßt den Vater ihres Kindes gleich mit "Du dummes Schwein!" Na prima. Aber wer von einem Schwein schwanger wird, ist das nicht eigentlich eine Sau? Und ist Sandys Ferkel Kind überhaupt von Schweinesven? Ihr habt ja auch schon ein Kind miteinander. Wir haben ein Kind, das ist jetzt 13. Warten Sie, muss ich jetzt überlegen. 13, 11 Wochen alt. Jetzt 13 geworden. Bis 11 Wochen alt? Ja, so, ich weiß nicht ganz genau jetzt, weil ich nie zu Hause bin. Wie? Du weißt es nicht so genau, weil du nie zu Hause bist? Nein, ich treibe mich jetzt ziemlich viel rum, weil ich nicht sicher bin, ob das mein Kind ist. Also ich denke, sie hatte noch eine Beziehung zwischendurch gehabt. Das frage ich sie einfach selber. Hier ist die Sandy, hallo. Nee, das kann doch auch nicht sinnig vor. In der Zeitpunkt, wo das passieren könnte, ja, bei euch in Urlaub. Nein, wir haben das zusammen noch mal ausgerechnet. Da hast du selber zugegeben, damit es deins ist. Erzähl doch so einen Dust nicht. Ja, wo ich erzähl, geht das. Ey. Du hast denn mal Fülle rumgespart, damit es nicht deins ist. Seitdem ja, und? Du hast doch selber gesagt, dass du noch was zwischendurch hattest. Ja, trotzdem, aber du hast dich verhütet, du dumme Schwein, du. Naja, aber Sandy, weißt du, wenn du jetzt sagst, du bist ihn im Fremd gegangen, im Zeugungszeitraum, dann ist er irgendwo verständlich, dass er vielleicht dann Zweifel dran hat, Vater zu sein. Ja, aber er hat mich verhütet. Aber der andere hat verhütet. Sagst du? Der Gummi kann noch kaputt gehen. Was sagst du denn dazu? Er ist auch nicht kaputt gehen. Das willst du 100%, hast du getestet? 100% will ich. Hast du noch so ein bisschen lang gezogen, ob du ein bisschen Bist du dir denn zu 100% sicher, Sandy? Nee, nicht ganz, zu 99%, kann man sagen. Weil der Gummi doch vielleicht gerissen sein könnte? Ja. Autsch. Vaterschaftswahrscheinlichkeit liegt bei 99,9%. Das ist immer recht, die zwei Minuten. Karin und ihre Tochter Christina streiten sich darum, wer von ihnen die schlechtere Mutter ist. Denn Christina hat auch schon bald vier Kinder. Von vier Männern schimpft Muttern. Uff, Bocken abschmieren, jedes Mal einen Braten in die Röhre schieben lassen. Ja, so wird's gemacht. Karin, du bist sehr enttäuscht von deiner Tochter Christina. Ja. Warum? Ja, sie hat zwei Kinder, die ich in Pflege habe. Und... Warum hast du sie denn erst in Pflege bekommen? Ja, die hatten wir damals in Pflege bekommen, weil sie angeblich nicht so weit war und sie eben nicht die Kinder ordnungsgemäß versorgt hat, wie es sich gehört, gell? Wie alt war sie denn, als sie das erste Kind bekommen hat? 18. Und das zweite? 19. Als sie mit dem ersten, kam sie mit dem ersten schon nicht so zurecht? So ist es. Warum hat sie dann ein zweites bekommen? Ja, da fragen sie immer selber. Ja, das werde ich dann gleich mal tun. Ja. Aber und sie hat auch noch ein drittes bekommen. Das hatten wir auch. Oh. Aber das habe ich dann wieder abgetreten, das Sorgerecht. Deine Tochter ist schon wieder schwanger? Jo. Ja, und die Kinder haben alle einen anderen Vater, gell? Das hat damals mein Mann zu ihr gesagt. Vier verschiedene Väter? Jo. Und das habe ich auch nachhinein gesagt. Ich sage, ja, ich kann nicht mit gehen auf Kopf auf die Kiste und Füße auf die Kante machen. Was sagst du dazu? Sie soll mal auch ein bisschen ehrlich bleiben. Wer hat mich vor 10 Jahren rausgeschmissen? Da hat dich keiner rausgeschmissen. Nee, du... Schade, damit die Nancy nicht mitgekommen ist. Du hast mich damals rausgeschmissen. Ihr sagt, ich habe im Hotel gearbeitet. 7 Tage die Woche. Wenn ich Überstunden gemacht habe, habe ich mal frei gehabt. Einen halben Tag. Du dann lügst ja schon um wieder. Dann habe ich mich um die Kinder gekümmert. Du lügst ja schon wieder. Ja, dann habe ich mich um die Kinder gekümmert. Wo hat dich der Papa überall hingefahren auf die Arbeit? Die Arbeitgeber waren alle schuld. Darf ich mal ausreden? Ja? Ich bin 7 Tage die Woche arbeiten gegangen. Habe Überstunden gemacht, damit ich meinen halben Tag frei habe. So. Und den halben Tag habe ich für die Kinder genommen. Wer hat denn da denn gemeckert?
ja, ich mach die Wohnung nicht richtig und. Und wer hat mich denn vor der Tür gesetzt? Du hast mich nicht nur einmal vor der Tür gesetzt, du hast mich auch vor der Tür gesetzt, wo der Kevin noch klein war. Du lügst ja. Der Groß, mein ganz großer Bruder, der ist auch nicht von Papern. Na? Der Michael. Du bist doch blond, ja? Bist du. Aber nicht blauäugig, ja? Das weiß ich, das hat ja. Er selber mir mal erzählt, das hat mir Astrid erzählt. Du bist blond. Ja. Stell du mich hier nicht her, als wenn ich der letzte Dreck oder sonst was wäre. Ich kann nicht hier, wenn ich einen Kerl kennenlerne, hier aufbocken, abschütten, mir jedes Mal einen Braten in die Röhre schieben lassen. Du müsstest dir was schämen, müsstest dir mit deinen fast 30 Jahren. Ich gette geht. Halt mal auf, für mich ist das Thema erledigt und sie braucht mich nicht mehr anrufen und sonst was. Ja. Sonja ist über 40, hat einen leichten Sprachfehler, aber sonst nur eins im Kopf. Schöcksch mit 50 Männern. Gleichzeitig? Nee, nacheinander. Trotzdem staunt die Nachbarin. Und danach kannst du noch gerade laufen? Klar, Sonja kann sogar drüber lachen. Bist du eine Schlampe? Ja, sicher. Aber gerne, weißt du. Ich mag das gern, sicher. Warum bist du eine Schlampe? Was machst du gerne? Sex? Ja. Was heißt gerne? Mit vielen jungen Männern. Rund um die Uhr. Weißt du, was Gangbangs sind? Nee. Wer weiß das denn? Gangbang. Weiß das jemand? Niemand. Klär uns doch mal auf, was ist denn das, Sonja? Also das ist sowas, das wird so veranstaltet, weißt du, das sind vielleicht 50 Männer oder 60 und 3-4 Frauen. Und da kannst du dich dann beweisen als Mann. Ja, genau. Wie eine Kanickel. Du hast also schon, um das jetzt noch mal auf den Punkt zu bringen, in 5 Stunden mit 50 Männern geschlafen. Ja. Und kannst dann gerade laufen, ja? Und die Regel ist, René, weißt du noch, welche Nummer du warst, als 50 Männer in 5 Stunden mit Sonja geschlafen haben? Ich denke mir mal, ich war die 30. Die 30. René, was ist denn für dich der Kick gewesen, da mitzumachen? Ja, ich denke mir mal, ich wollte mal meine Freizügigkeit mal ausleben, die ich meiner Sexualität im Kopf so schwirrt bei mir. Mhm. Ich wollte mal wissen, ob ich das drauf habe, mit so vielen Männern unter einem Dach und Fach zu liegen. Würdest du denn diese 50 Männer auch wiedererkennen, wenn du die wieder triffst auf der Straße? Ja, ohne Hose, ja. Oliver und seine Eltern haben einen Verdacht. Yvonnes Kind ist nicht von Oliver, sondern von Yvonnes Onkel Wolfgang. Aber das Onkelchen kommt vorsichtshalber nicht ins Studio, sondern schreit durchs Telefon. Das ist eine Verleumdigung, ist das? Oder vielleicht doch die Wahrheitigung? Gäbe es irgendeinen anderen Mann, der in Frage käme? Nein. Irgendeinen sexuellen Kontakt, den du mal gehabt hast? Nein. Nun, wie stehen deine Eltern zu deiner Freundin Oliver? Nicht. Ist ein gespaltenes Verhältnis halt. Ach, du lügst doch. Das glaube ich dir nicht. Du lügst, dass du wieder da stehst. Wenn Wolfgang bei uns anruft, weil er ja großkotzig sonntags umsonst telefonieren kann und du im Hintergrund mit dem Kind bist und du sagst, Oliver, du hast keinen Kontakt zu ihm. Du lügst doch, wenn du den Mund aufmachst. Lügst doch. Was mich verwundert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, Wolfgang, ist die Frage, warum du dich dem Test, dem Vaterschaftstest, den wir ja vor der Sendung gemacht haben, nicht unterziehen wolltest. Nein, wollte ich einfach. Weil ich nicht der Vater bin. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass ich nicht der Vater bin, weil ich mit meiner Nichte, angehaltenen Nichte, überhaupt nichts zu tun hatte. Dann sollen die Leute doch mal kommen, die das erzählt haben. Also ich habe das nicht erzählt und es ist bis auf mich weiter. Okay. Das ist eine Verleumdigung, ist das. Na gut, dann Wolfgang, dann braucht man sich ja vom Prinzip keine Sorgen zu machen. Dann ist ja die Kleine auf jeden Fall von Oliver, ne? Na, auf alle Fälle. Man braucht bloß das Gesicht angucken und dann stimmt die Sache. Wolfgang? Ja? Dich interessiert das ja sicherlich auch, oder? Das ist ja verständlich. Dieses Labor hat rausgefunden, dass es einen absoluten Ausschluss der Vaterschaft bei dieser Konstellation der 3 getesteten Personen gibt. Oliver ist nicht der Vater. Ich sag dir doch, du Bescheiden betrügst ja doch nur. Ja. Lass die sausen. Ja, lass die sonst wohin. Olli ist nicht der Vater. Olli ist nicht der Vater. Wer? Jetzt frage ich, wer ist denn der Vater? Das frage ich mich auch. Ja, wer? Nu. Ja. Aber die Frage kann ich Yvonne vielleicht mal stellen, Yvonne. Keine Entschuldigung, dein Vaterschaftstest, Wolfgang. Jetzt soll ich was wissen.
Heilige Geist. Dein Vaterschaftstest, dann meine Entschuldigung. Abwarten. Abwarten. Yvonne ist diejenige, die ja vielleicht auch noch ein Wörtchen dazu sagen kann. Erklär mir das jetzt bitte. Also ich wollte euch erklären, ich war zu dem Zeitpunkt nicht bei Wolfgang. Wir waren nämlich mit zu dem Zeitpunkt war ich mit Olli Richtung Berlin runter und habe eine Freundin besucht zu Weihnachten. Ach, bist von der schwanger? Die soll mich mal am Arsch lecken, ganz einfach. Wenn du so schnell die Hose runter siehst, die Zunge draußen, dann bitte. Ja, du lügst ja, wenn du den Mund aufmachst. Hallo. Unser nächstes Problem, zu viel Sex. Und Matthias kann einfach nicht mehr, denn seine Ramona kann immer und will es auch. Egal, ob Matthias es ihr einmal, zweimal oder dreimal am Tag besorgt, dann macht sie es sich immer noch selber. Tja, Ramona ist eben fast 24 Stunden geil. Das Problem liegt an zu viel Sex. Was passiert denn, wenn du ihr nicht das geben kannst, was sie erwartet? Ja, ich meine, betrogen hat sie mich schon. Betrogen hat sie dich schon? Fremdgegangen ist sie auch schon, ist auch schon von heute auf morgen ausgezogen. Das habe ich alles hinter mir. Also fast 24 Stunden geht mir schon der Sex durch den Kopf. Nicht nur der Sex, auch das Drumherum, die Zärtlichkeit, das Spontan, die Leidenschaft. Ich bin sehr leidenschaftlich und ich brauche das auch. Ja, zieh mich halt was Schönes an und er sieht das ja schon, dass ich geil bin, wenn ich geil bin. Ja. Wie oft würdest du dann gerne am Tag? Also mindestens einmal. Also mindestens einmal. Also, das heißt, am liebsten wäre es dir zweimal am Tag. Ja, wäre auch nicht schlecht. Ich kann es ja auch nicht geben, glaube ich, wenn ich es mit ihr dreimal am Tag mache. Macht es trotzdem noch selber. Wenn er jetzt sagt, also bei mir geht es also nicht öfter als alle zwei Tage. Glaubst du, damit kommst du zurecht? Nein. Ich bin halt öfters mal geil und... Hast du keine anderen Hobbys? Also ich habe ein Pferd. Hey, Moment mal! Wir sind Freunde! Also bitte. Claudia hat ja auch einen Schäferhund, warum du nicht ein Pferd? Ja. Und noch eine Sexhexe. Sonja ist Gogo-Tänzerin und nimmt ihren Beruf ernst. Männer nur aufgeilen reicht ihr nicht. Sie will gar mehr für sie tun. Tommy, ihr Freund, findet, Sex auf Arbeit, gegessen wird zu Hause. Aber da hilft auch Tommys schöne Frisur nix. Sonja will es wissen. Ja, habe ich immer nur Fantasien gehabt, aber ich habe jetzt eigentlich schon mal vor, dass ich mit dem einen dann mal den mir dann hochnehme und dann mal im Käfig mit dem... Mal einen hochnehmen in den Käfig. Sex habe, um es mal ganz krass zu sagen. Also könnte ich mir schon gut vorstellen, ich denke mal, dass ich das auch mal machen werde. Und das will ich ihm jetzt erklären. Wenn sie auf der Bühne steht und sich dann halb nackt macht oder so, dann wird mir dann schon, da denke ich mir auch so. Weil ich habe sie ja damals so kennengelernt und ich weiß, wie das ist. Und wenn sie jetzt dann auf der Bühne steht und sagt so, ja, komm, ist ja eigentlich auch ihr Job, aber ja, eben. Ich denke mir, man sollte Privatleben und Bühne trennen. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, dass ja, sie sich das mal anschauen kann, auf der Bühne machen kann, was sie will, aber zu Hause essen sozusagen. Mhm. Hier kommt Sonjas Beichte. Tommy, du weißt, dass ich auf Arbeit viel flirte und die Männer heiß mache. Du weißt auch, dass einige von ihnen ganz schön geil sind. Ich will mit den Männern mehr haben. Ich will mit den Männern Sex. Sagt sie so. Sex mit anderen Männern. Auf Arbeit. Auf Arbeit. Auf der Bühne. Tja, mir fehlen da die Worte. Ich weiß gar nicht, wie du auf die. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich meine, du arbeitest da, das ist Arbeit, aber jetzt auch noch Sex auf der Arbeit. Also. Nee. Wenn die Männer vor mir stehen, wenn die mich angucken, das sind teilweise Männer dabei, wo es mich echt reizt und wo ich es auf jeden Fall mal probieren würde.
Ja, was willst du denn auf der Bühne machen? Wo willst du denn Sex machen? Im Käfig oder was? Zum Beispiel? Meine Kollegin machen das auch. Ich habe noch nie jemanden oben auf der Bühne Sex machen sehen. Also, ja, dann warst du nicht jeden Abend da. Und schon gar nicht als Gogo-Tänzerin. Was sagen wir denn jetzt dazu, Sonja? Dass ich es trotzdem machen werde. Ich akzeptiere viele Sachen. Ich bin auch sehr tolerant in vielen Sachen. Aber wenn du mit dieser Entscheidung leben möchtest und du möchtest das durchbringen, dann müssen wir uns leider trennen von dieser Geschichte. Es tut mir wirklich leid, ich habe dich unheimlich lieb, aber wenn du irgendwann mal die andere Meinung hegst und pflegst und du möchtest wieder mit mir zusammen sein, ohne diesen Gedanken, dann komm wieder zurück zu mir. Ansonsten tut mir leid. Barbara ist bedient. Ihr Mann Laurenz ist eine echt gorsche Jung. Nein, eigentlich nur noch ein Kölsch. Eine Flasche auf zwei Beinen. Erst wird oben reingefüllt, dann kippt er um und dann läuft alles wieder raus. Ein Wunder, dass Laurenz auf der Bühne überhaupt noch sitzen kann. Ja, aber er ist häufiger fremdgegangen. Er hatte auch eine Dame aus Köln, die brachte er nach Hause, wie ich mit den Kindern im Krankenhaus lag. Und dann ging es bei ihm immer sehr los mit Alkohol. Und erstmal das heimliche Trinken. Ich fand zwischen Pampers im Abstellraum, überall fand ich diese kleinen Dornkartflaschen, Jägermeisterflaschen. Und wie viele ungefähr, glaubst du, hat er am Tag getrunken? 40 bis 50. Plus eine Kiste Bier. Schlug mich häufiger, obwohl ich ihm dann aus dem Weg gehen wollte. Und ausschlaggebend war für mich, dass er jetzt auf die Kinder losging. Und da habe ich gesagt, es ist Feierabend. Ja, dann spricht er weit mit dem Alkohol, dass ich viel getrunken habe. Und jetzt, wie sieht es im Moment aus? Ja, habe ich nichts getrunken. So, jetzt ist es aber auch so, du hast sie wohl mehrfach betrogen auch. Nee. Wer sie betrogen hat, das war ihre Mutter. Die Mutter hat dir die Hose und ja. Dann hattet ihr Sex miteinander. Nee, ich war ja nicht zum Sex in der Lage mit dem Alkohol. Ingrid, du scheinst ja ein sonniges Gemüt zu sein, dass du lachen kannst darüber. Ja, also ich habe mich hier hinten bald kaputt gelacht über diesen Alkoholiker. Der hat wahrscheinlich irgendwelche Wunschvorstellungen oder Traumvorstellungen. Was der hier vom Stapel lässt, das ist wirklich belustigend. Er hat ja gesagt, du wärst wie ein wildes Huhn auf ihn gesprungen. Ja, ach, ist ja wunderbar. Ich frage mich nur, wann das gewesen sein soll. Wie oft ruft er am Tag bei dir an? Ach, hören Sie auf. Ich wollte mein Telefon, ich wollte eine neue Nummer. Und heute früh noch. Mit Drohungen, mit Beschimpfungen, dann wieder mit Heulen. Dann mit, also typisch Alki, je später der Tag wird, desto voller ist er. Dann kommt die Heultour, dann kommt wieder die Drohtour. Dann, warum ruft er denn bei dir an? Du bist doch ja, die Hexe. Ja, weil er annimmt, die Barbara ist bei mir, aber die befindet sich nicht bei mir. Und hat er mir eine geschossen. Und geschossen heißt ja. Mit einer Pistole? Was? Nee. Mit dem Gewehr hat er mir ins Knie geschossen. Das war auch, wir waren beide betrunken. Und er hat mit dem Gewehr, hat mir sein neues Gewehr gezeigt und hat mir ins Knie geschossen. Aber wir waren beide alkoholisiert. Ich möchte hoffen, dass du nicht bei mir öfters weiter anrufst. Wenn du jetzt gehört hast, dass Barbara nicht bei ihrer Mutter wohnt. Ich hab's auch nicht bei mir. Gott sei Dank. Also okay. Bei mir ist sie auch nicht. Also auch besser, so dem asozialen Stau kann sie sich ja, nicht wer aufhalten. Wohnt in dem Asi-Haus? Was willst du gerade sagen ja. Mit asozialen Stall? Da guck du ja. Dich du doch mal an. Du bist der größte asoziale Stall. Ja. Frau Heko. Ich lass mir doch keine Glatze rasieren. Wir arbeiten, Frau Heko. Nicht, dass sie in den Fernsehen kommen. Was ist denn so passiert? Du kannst mich nicht bedrohen, du niedriger. Das ist keine Bedrohung. Du nicht mehr. Das ist keine Bedrohung. Ja, ich hoffe, dass du Barbara in sein Leben mal in wirklichen Frieden leben lassen kannst. Lass es mal links liegen. Mensch, du asoziale Stau, lass mich raus. Da guck du dich doch mal an. Mann. Du sagst, du hast sie sehr gern und du respektierst sie. Dass wenn sie dir jetzt klipp und klar sagt, was sie von dir will oder nicht will, dann respektierst du das auch? Genau. Hundertprozentig? Hundertprozentig. Dann kannst du jetzt sagen, was du möchtest. Ich möchte jetzt in Ruhe mit meinen drei Kindern leben. In Ruhe heißt für mich, dass er nicht vor der Türe steht, dass er den lieben Herrn Pauli nicht schickt, ständig das Telefon geht. Ich möchte Ruhe jetzt haben, damit meine Kinder erstmal wieder zur Ruhe kommen. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Zuschauer. Charlene ist ein echtes Luxusluder. Aber wenn sie ihre Kreischstimme anstellt, sollte man sie besser als Luftschutzsirene auf dem Rathausdach festschrauben. Da spielt sie dann auch nicht mehr mit den Gefühlen der Männer. Die Lulu sagt ganz klar, sie würde das nicht tun. Sie zieht sich aus für ihre Karriere, aber auch das nur bis zu einem bestimmten Punkt. Anastasia sagt, sie würde sehr weit gehen, aber auch beim Sex machst du Stopp. Ne? Du dagegen bist ja schon so, Charlene, dass du sagst, du würdest sogar für die Karriere und für einen Job mit einem Mann schlafen, sofern er nicht ganz eklig ist.
Hast du? Okay. Also. Super, toll. Ja. Nun erklär uns doch mal, warum du eigentlich hier bist. Ganz genau. Verstanden habe. Es tut das mir leid. Auch, da hättest du den Satz auch hören können. Also, ich bin hier, weil genau so Weiber wie du und wie sie mich total ankotzen und ich das absolut das allerletzte finde und super primitiv finde, was ihr hier abzieht. Nee, überhaupt nicht. Was, seid ihr zu blöd, um richtig zu arbeiten und um damit euer Geld zu verdienen? Nein, und ich sage, tut mir leid, aber ich gehe richtig arbeiten. Ich werde mal nachfragen, ob es der Letzte ist. Du spielst trotzdem mit den Gefühlen von Männern rum. Oh. Aber das ist nicht das Thema dieser Sendung. Aber du brauchst nicht zu brüllen. Ich bin nicht taub. Ich kann normal hören. Du sitzt direkt neben mir. Ja, noch nicht. Danke. Und nach der Werbung gibt es noch die Highlights des Tages. Das dürfen Sie nicht verpassen. Bleiben Sie dran. Die Highlights des Tages. Alex regt sich tierisch auf über die Schulschlampe, die sich von jedem Piep lässt und andere sogar zugucken lässt, wenn sie Piep, diese Verpiepte. Platz 3 für Alex. Aber hier ist ja auch noch Alex. Alex, sie sagt, dass sie überhaupt nicht mit ihr ins Bett wollte. Natürlich, sie hat in der Disco gesagt zu mir, lass mal eine Nummer auf dem Billardtisch abziehen. Und danach ist sie zu jemand anders hingegangen, hat zu ihm gesagt, weil ich es nicht wollte. Und es hat ungefähr bei 6, 7, 8 Leuten gemacht. Ach, und ich meine, cool. Sie lässt sich auch bei uns im Wald mit einem Jungen ein und lässt sich noch zugucken beim Klar, Alex. Beim biologischen Kontakt können wir doch. Ja, oder so. Oder piepen oder so. Natürlich, sie hat selber zu mir gesagt, dass sie Schulschlampe ist, jetzt beim zugucken lassen. Beim biologischen Kontakt. Ich meine so, wer will die denn schon wenn man... Ach. Probieren wir es nochmal. Ich meine, wenn man die bricht auseinander. Du ja, sie hat kaum Titten, sie hat keinen Arsch, sie hat kein gar nichts. Und in der Disco hat sie auch schon Schlampen rum. Sei doch nicht neidisch, Hasi. Ja, neidisch ich. Ich soll neidisch sein, dass du eine Schlampe bist? Du willst mich verarschen? Wer will dich denn? Wer will dich denn? Bürger hat dich doch auch sitzen lassen, weil er das rausgekriegt hat. Nein, ich wollte bei Bürger schlafen, ich will mit ihm biologischen Kontakt haben. Supi! Attila kann nicht gut Deutsch, aber als Tunte gut Männer abgreifen. Nur Maurizio kriegt Attila nicht, denn sowas wie mich geht aber nicht mit sowas wie dich ins Bett. Ihr Highlight Platz 2. Zum Beispiel, also ich habe das Einstellung, also wenn ein Mann meinen Körper möchte, möchte ich auch genauso, dass er mich auch finanziell unterstützt. Wie hat man, was heißt das? Was muss der dann tun? Zum Beispiel schönes Essen gehen, mich hier Sachen kaufen und nach ein paar Tagen tschüss. Wenn er dann geschröpft ist, dann würdest du sagen, okay, jetzt kommt einmal der nächste. Einmal und dann weg. Aha. Du ist das denn mehr, ist das denn in Ordnung? Du auch nicht. Du tickst echt nicht. Du bist ein Abzocker hoch 10 und dass du singst. Sowas wie du muss man doch ausdrücken. Ich bin kein Abzocker. Echt? Ja. Sowas wie mich geht aber nicht mit sowas wie dich ins Bett. Nee, Marius, das Moppel-Ich. Warum kann er bloß nicht allein zu Hause vor dem Spiegel strippen? Weil wir uns da nicht alle so schön gruseln. Also Marius, Hosen runter für das Highlight Platz 1. You don't have to be rich to be my girl. You're simply the best.